Alles eine Frage der Sichtweise. Gebunden an Zeit und Raum, Liebe und Freundschaft, Leben und Tod. Vlad hatte mich mit vorgehaltener Waffe zu Monas Apartment geführt. Hab's ihm Wodka und bei Vini immer knapp verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Den hier kriegen wir da nicht drauf. Der Kopf ist zu groß für die Tür. Lasst Vini in der Geisterbahn. Da gehört er hin. Ich komme in einer Minute zu ihm. Ironisch, nicht wahr? Was denn? Dass sie sich in den Killer verliebten, der für den Mann arbeitet, der ihre Familie töten ließ. Liebe ist blind. Alles ist subjektiv. Entscheidung, Antworten, gut und böse. Woden schickte dem Staatsanwalt die Projekt Valhalla-Akte, um ihn zu verschrecken. Ihre Familie hat den Preis gezahlt. Mona ist wie ich, nur auf der anderen Seite. Sie tötet die mit mir verbündeten Mitglieder des Bundes. Wie witzig. Ich hasse es, das zu tun. Aber Sie wissen ja, wie Sie sind. Sie würden nie aufgeben. Einstein hatte recht. Zeit ist für den Betrachter relativ. Wenn man in den Lauf einer Pistole blickt, verlangsamt sich die Zeit. Das ganze Leben spult sich ab. Narben und gebrochene Herzen. In diesen Sekundenbruchteilen kann man ein ganzes Leben leben. Nebenbei, ein Gentleman nimmt Beleidigungen seiner Lady nicht hin. Sie haben Winterson getötet. Ah! Im Traum war ich ein unsichtbarer Geist. Ich schwebte außerhalb meines Körpers. Detective Payne, der Boss ist schon hier. Er wartet drinnen auf Sie. Ich hoffe mal, Sie haben noch nicht gegessen. Das sieht ganz schön übel aus da drin. Aus Leidenschaft. Der Fall ist Ihrer, Payne. Sie sind der Einzige, der ihn lösen kann. Eine Kugel im Kopf. Der Killer sucht nach Antworten. Aber er sucht an der falschen Stelle. Er sollte sie in seinem eigenen Kopf suchen. Der Verdächtige ist bereit für die Gegenüberstellung. Beeilung, Payne. Sonst verpassen Sie ihn. Oh. Sein Herz ist gebrochen. Verdammt, wir verlieren ihn. Geben Sie ihm Hoffnung. 6 Milligramm. Laden. Bereit? Bereit. Nichts. Noch einmal. 300. 300. Laden. Bereit? Bereit. Nichts. Doktor? Noch einmal. 300. NYPD. Waffe fallen lassen. Was willst du tun, Kumpel? Wenn man genau hinguckt, machen wir uns alle für etwas schuldig. Zeitpunkt des Todes. 2.30 Uhr. Entferne ich einen Teil des Sprengstoffs an Ihrem Kopf. Wenn Sie alles richtig machen, können Sie gehen. Na, wie klingt das? Okay. Und angesichts Ihres augenblicklichen Aufzugs drehen sich alle Fragen um Ihre Lieblingsserie. Okay. Bereit? Die erste Frage. Wie ist der Name des großen Bösewichts in Captain Baseball Bad Boy? Maxwell's Dämon! Einfach! Gut gemacht, Vincent. Und jetzt, wie versprochen. Glückwunsch. Die halbe Bombe ist voll.
Noch eine richtige Antwort und Sie können nach Hause. Okay, okay, das schaffe ich. Das schaffe ich. Wie lautet die Frage? Wer ist der eigentliche Schöpfer von Maxwells Dämon? Dr. Entropy natürlich. Halt, was meinen Sie? In Wirklichkeit der Autor der Serie, Sammy Waters. Beeindruckend, Vincent. Aber leider falsch. Maxwells Dämon wurde von James Clerk Maxwell geschaffen, einem britischen Arzt des 19. Jahrhunderts. Das ist unfair! Oh Mann! Sie müssen mir noch eine Chance geben! Winnie, Vincent, das würde ich gerne. Aber Regeln sind Regeln. Nein, nein! Bitte nein! Bitte nicht! Töten mich nicht! Ist hier. Mona Sachs. Wladimir Lem. Gate ist tot. Das war zu erwarten. Keine große Sache. Es ist nicht zu spät, mein Schatz. Wechseln Sie die Fronten und alles ist vergeben. Wir wären ein großartiges Paar. Ich der König, Sie meine Königin. Träum weiter. Du bist nichts als ein einarmiger Bandit. Erledigt die Schlampe! Max, komm schon, Zeit aufzuwachen. Das wird nichts helfen. Die Kugel in meinem Kopf hat mich zu dir geführt. Max, komm schon, Zeit aufzuwachen. Sie war wunderschön. Ich hasste sie dafür, dass ich so fühlte. Jetzt, da wir zusammen waren, wollte ich keine Antworten von ihr hören. Bist du okay? Vlad war unterwegs zu Woodens Anwesen. Sei nicht dumm. In deinem Zustand gehst du nirgendwo hin. Du wirst sterben. Ist mir egal. Das ist nicht dein Kampf, Max. Noch kannst du gehen. Ich bitte dich. Ich verdiente nicht, davonzukommen. Es gibt kein Happy End. Du kommst mit mir. Es war zu spät. Ich konnte ihr nicht trauen. Nicht bevor das hier erledigt war.